Heute präsentiere ich euch eines meiner Familienrezepte, und zwar ein Rezept von meiner Tante. Baklava-Strudel mit Nüssen und Grieß. Der nennt sich deswegen so, weil er auf eine ähnliche Art und Weise wie die klassische Baklava zubereitet wird. Und zwar mit der sogenannten Agda, also dieser Mischung aus Zucker und Wasser, die eine gewisse Zeit gekocht wird und über den fertigen Strudel gegossen wird. Allerdings ist diese Variante etwas weniger süß. Ich nehme an, das ist wegen der Grießfülle, die das Ganze ein bisschen neutralisiert. Allerdings, die Kalorien werden dadurch nicht neutralisiert. Weil wir mit fertigem Strudelteig arbeiten, geht das Ganze sehr schnell, und deswegen würde ich allen Baklava-Liebhabern empfehlen, das Rezept mal auszuprobieren. Wenn euch Baklava schmeckt, werdet ihr diesen Strudel genauso mögen. Außerdem könnt ihr, wenn es euch vorkommt, dass euch drei Strudel zu viel sind, einen großen Teil davon einfrieren. Das geht super, und wie das funktioniert, erkläre ich euch am Ende des Videos. Viel Spaß! Zuerst kümmern wir uns um den Sirup. Dafür geben wir 4 Becher Zucker und 5 Becher Wasser in einen Topf und kochen es erstmal auf. Nach dem Aufkochen verringert ihr die Temperatur auf etwa die Hälfte von 9 Stufen, würde ich sagen, auf die 4, und lasst das Ganze für mindestens eine halbe Stunde kochen. Das heißt, die Flüssigkeit muss einreduzieren, damit sich so eine sirupartige Konsistenz bildet. Danach kümmern wir uns um die Grießfülle. Dafür müsst ihr einfach alle Zutaten der Reihe nach, wie sie im Rezept aufgeführt sind, in eine Schüssel geben. Allerdings immer mit etwa 1 bis 2 Minuten Abstand, damit die Zutaten wirklich sich gut vermengen. A cup of coffee in the morning, and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. I check my email. Wie ihr seht, ist der Sirup jetzt schon ein bisschen einreduziert, aber wie gesagt, eine halbe Stunde solltet ihr dem Ganzen auf jeden Fall geben. Dann ist die Nussfülle an der Reihe. Dafür erhitzt ihr die Milch ganz gut, die sollte wirklich heiß sein, und gebt sie einfach zu den Nüssen dazu und rührt das Ganze um. A cup of coffee in the morning, and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. I check my email and I decide to answer later. Dann wären wir schon beim interessantesten Teil angekommen, und zwar dem Befüllen der Strudelteigblätter. Dafür müsst ihr sie erstmal unbeschadet aus der Packung bringen, aber mit ein bisschen Vorsicht geht das schon. Eine wichtige Information: es sollten 12 Blätter sein, die wir jetzt in 3 Teile aufteilen, zu jeweils 4 Blättern. Das heißt, damit wir 3 Rollen haben, brauchen wir jeweils 4 Blätter pro Rolle. A cup of coffee in the morning, and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. I check my email. So, ihr schnappt euch schon mal das erste von den 4 Blättern und gebt 4 bis 5 Esslöffel Grießfülle hinauf. Das macht ihr mit den anderen 3 genauso. Und verstreicht die Masse am besten mit einem Pinsel. A cup of coffee in the morning. Ich gebe auf die oberste immer nur 2 Esslöffel von der Grießfülle, ihr könnt aber bei den 4 bleiben, wenn ihr es gerne saftig mögt. Die Nussfülle habe ich mir übrigens in 3 Teile unterteilt, damit ich für jede Rolle circa gleich viel von der Fülle habe. Die Nüsse gebt ihr auf die kürzere Seite der Yufka-Blätter und drückt sie am besten mit den Fingern kurz an. Danach müsst ihr das Ganze nur noch aufrollen, etwas fester ist ganz gut, also es sollte nicht zu labbrig sein, und dann gebt ihr es einfach in ein Backblech. A cup of coffee in the morning, and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. I check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee.
Alle drei Rollen werden also nach dem gleichen Prinzip gefertigt und landen dann in einem Backblech. Ihr müsst die Rollen jetzt nur noch mit zerlassener Butter bestreichen und dann können sie schon ins Backrohr wandern. In der Zwischenzeit köchelt auch der Sirup schön vor sich hin. Ihr seht, die Konsistenz hat sich ein bisschen geändert. Ja, jetzt bleibt er hier, bis die Rollen fertig sind. A cup of coffee in the morning and I get the paper. Nach der Backzeit, sobald ihr die Strudel oder die Baklava-Rollen herausnehmt, sofort den heißen Sirup darüber geben. Das ist sehr wichtig, damit der Sirup auch gut in die Rollen einziehen kann. Vielleicht kommt euch die Menge vom Sirup etwas viel vor, weil sie am Anfang noch darin schwimmen, aber sie saugen den Sirup erst noch auf. A cup of coffee in the morning and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. I check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee and I drag myself to work. My life is grounded in a firm routine of coffee, sleep and work. I am not boring, I just stick to what I know. Ich mache diesen Strudel viel öfter als Baklava, weil durch die Grießfülle einfach das Ganze ist eine sehr saftige und leckere Angelegenheit und auf jeden Fall wert, ausprobiert zu werden. Außerdem eignet sich dieser Strudel, man glaubt es kaum, super zum Einfrieren. Und zwar, ich mache das immer so, dass ich gleich zwei der Strudel in Scheiben schneide, wie ich sie gern habe, und sie auch so einfriere. An alle Baklava-Liebhaber da draußen unbedingt nachmachen, und allen anderen sei gesagt, Leute, ihr verpasst echt was.